So, morgen Leute, wir starten aus dem Karl S. Trademark Kamerawinkel. Und gehen in den normalen Kamerawinkel über, damit Ralf seine Schulter trainiert, denn seine Front, seine vordere Schulter ist nicht so stark ausgeprägt. Wir haben hier, was habe ich gekauft? Hier zwei, Ralf war neidisch, Ananas-Häppchen. Und man muss dazu sagen, die Ananas, die war wirklich reif. Die war perfekt. Die war wirklich reif. Die war süß, die war nicht so beißend sauer. Kennst du das? Diesen sauren... Aber ich muss dir sagen, trotzdem in Thailand, die Ananas ist noch eine andere Hausnummer, weil da war noch eine Restsäure drin. Okay? Die war süß, saftig, aber eine Restsäure war drin, aber die in Thailand nur Zucker. Ich hasse das, wenn sie so sauer ist. Ja, das ist richtig, aber dann ist sie nicht reif. Ja, ist mal eine unreife Ananas, da verzieht sie die ganze Fresse. Das ist auch übelst ungesund für die Zahngesundheit. Ja. Also. Worum geht es jetzt? Wir haben uns jetzt hier, ich habe mir dann noch so ein Smoothie gekauft. Schmeckt auch super. Nummer eins natürlich, man muss wieder das Thema Mikros im Griff haben, wenn man unterwegs ist. Das heißt, ein bisschen hier, vor allem ich bin leicht angeschlagen und ich weiß, dass mir 12 Stunden Klimaanlage im Flieger den Rest geben würden. Deshalb Vitamin C ist immer ganz nett da am Start zu haben. Und dass ich eben weiß, alles ist cool, aber hier, Jungs. Das war jetzt alles noch Firlefanz, das war gerade nur so ein Snack. Ralf, guck schon neidisch. Aber der Tim, der ist ein bisschen müde, deswegen später wird er schlafen gehen und dann werde ich ihm etwas abjabern von seinem Fetten. Ich nenne das. Das ist der 4 Kilo Ultra-Sandwich-Bomber. Hier, ich weiß gar nicht, ob man diese Dimensionen hier sieht. Ey, beim letzten Video war es ein bisschen, mach mal auf und erklär, was alles drin ist. Ich mach's jetzt nicht auf, weil es dann nicht so gut ist, dass ich es aufmache. Auf jeden Fall, hier sind Süßkartoffeln drin. Okay. Und ganz oben die oberste Schicht sind Süßkartoffeln. Dann sehen wir hier, wir haben hier Linsen drin. Dann haben wir Erbsen drin. Dann haben wir hier Karotten drin. Dann haben wir hier Paprika drin, sieht man auch noch. Dann sehen wir hier die Zwiebeln. Und dann sehen wir hier Reis mit noch braunem Reisgemisch. Und ansonsten weiß ich nicht, da ist jetzt, was da noch an Gemüse drin ist, aber es schmeckt. Es sind verdammt viele Proteins drin und richtig hart viel Carbs. Und es macht mich neidisch. Naja, meine aber Strategie. Keine Fats. Ja, meine Strategie ist ein bisschen anders. Und zwar, ich muss mein ganzes Handgepäck alles für GA und Shredded-Klamotten ausnutzen, weil ich den Jungs ein bisschen was mitbringe von unserem Zeug und daher habe ich nichts zum Essen dabei und ich werde das Ganze so machen, ich habe eben Weizengras und Gerstengraspulver und Acerola-Pulver dabei und ich versorge mich dann mikronährstofftechnisch, vitamin- und mineralstofftechnisch hier mit Supplements und muss daneben dann halt, greift dann halt auf vegane Lebensmittel zurück und wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, Tim, hör zu, das gefällt jetzt nicht. Ja, dann muss ich sogar ein Brot essen, das ganz hart auf hart kommt, ja. Ja, aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht ultimativ, ja, eventuell sogar ein Weißbrot, Tim. Ja, Weißbrot ist schlimm. Ja, aber... Vollkornbrot geht ja, aber wieso ist denn Weißbrot schlimm? Erklär mal. Wegen dem Mehl. Weil das Mehl, ihr habt in dieser Kleie, die außen rum ist, da sind die ganzen Mikros drin. Ja. Und in die Kleie ist sehr wichtig. Ist zum Beispiel, deshalb ist auch brauner Reis eigentlich minimal besser als normaler Reis. Ja, aber der Ralf supplementiert ja diese Mikronährstoffe. Deswegen kann er sich das dann... Kann er machen, aber jetzt muss man wieder den pH-Wert von Mehl und von diesen ganzen quasi... Durch die Mikronährstoffe wird das Ganze wieder basisch, die außenrum drum sind. Aber wenn wir nur Weizenmehl haben, nur Mehl, also quasi diese äußere Schicht weg ist, dann habt ihr wieder den sauren Mock in eurem Körper. Aber es ist halt einfach so wie immer im Leben, man muss irgendwo einen Kompromiss machen. Und was soll ich jetzt tun? Ich habe hier keine 4 Kilo Fressbox. Ja? Bei mir läuft es dann halt so, ich habe halt für 500 Gramm eben dieses Pulver dabei, das halt extrem mikronährstoffdicht ist. Und, aber es geht, auf einem Flug kann man das wirklich machen, also das kann ich auch allen empfehlen. Das heißt, der Ralf, auch wenn er nicht aussieht wie The Rock, der Ralf hat Ahnung. Das heißt, ihr tut einfach eure Mikros supplementieren und dann, das mache ich zum Beispiel auch so, wenn ich dann einfach weiß, okay, ich habe alle meine Mikros drin, das heißt, ich muss nur noch meine Calories reinkriegen. Das heißt, man schaut einfach, dass man so wenig Schrott wie möglich ist und Weißbrot ist da eigentlich schon okay, weil diese minimale Säure, die da reinsteht, jetzt mal ganz ehrlich, die muss man auch nicht haben. Man macht es nicht dauerhaft, aber wenn ich jetzt hier auf dem Flug einmal hier ein Weißbrotbrötchen mir reinziehe, mein Gott, dann ist es halt so.
Ja. Könnte ich auch machen jetzt sofort. Also aber jetzt zum Beispiel heute Morgen gab es jetzt hier so ein Snickers, Snack da oder irgend so ein Milka-Zeug oder sowas. Ja, okay, das wurde natürlich elegant verweigert. Ja. Da hat Karl halt für Obdachlose ein paar mitgenommen. Genau, der Karl hat eigentlich die richtige Sache gemacht, das soll ich nächstes Mal auch machen, hart abjabern und dann an bedürftige Leute verschenken. Das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Ja. Beziehungsweise so. Die Passagiere, die danach kommen, retten, indem sie keine mehr haben. Stimmt, ja, genau. Wir retten die Welt vor Übergewicht. Sollte man das alles entsorgen. Unsere Mission geht weiter. Also, wir sehen uns. Ciao, ciao.